Ach, das ist der Trick dabei, das habe ich mich immer gefragt. Was? Dass man seine Alufolie oben drauf legt, damit der Kuchen oben nicht zu dunkel wird. Genau. Weil das passiert mir nämlich häufiger. Ah ja. So, oben so dunkel wird und immer noch irgendwie. Ja, im Zweifel einfach Puderzucker drüber machen. Herzlich willkommen bei Libore TV zum Backen im Erzbistum. Heute, die erste Folge, freue ich mich, begrüßen zu dürfen Dr. Antonius Hamers, Domkapitular in Münster und Leiter des katholischen Büros NRW. Verraten uns nochmal, was ist das katholische Büro? Das katholische Büro ist die Vertretung der 5 Bistümer in Nordrhein-Westfalen, also Paderborn, Münster, Essen, Köln und Aachen. In Düsseldorf auf der Landesebene, also im Landtag. Und dort versuchen wir, die Interessen der 5 Bistümer der katholischen Kirche in Nordrhein-Westfalen einzubringen. Super. Und ich habe mir gedacht, wir backen etwas zusammen, was ein bisschen dazu passt. Ein Dundee-Cake, oben mit Mandeln, wie die Stühle im Plenarsaal. Und innen drin sind unheimlich viele Früchtchen, die in einem Kuchen unterkommen müssen. Im Grunde genommen das, was im Landtag ja auch passiert. Wir brauchen als erstes Butter, die ist schon ein bisschen weich, damit man sie gut verarbeiten kann. Und wir haben hier ganz wunderbar Marzipan-Rohmasse. Die ist sehr fest und die muss ich mit der Butter vertragen. Ist ja auch schon ein bisschen politisches Spiel. Deswegen musst du jetzt versuchen, die beiden einander anzufreunden. Das ist wahrscheinlich sehr viel leichter als das, was du sonst tun musst. Was ist dein Tun? Also die Aufgabe von uns als Büro ist, unterschiedliche Positionen aus den Bistümern, aus der Politik miteinander in Verbindung zu bringen. Und das ist manchmal natürlich schwierig, weil es da einfach Gegensätze gibt. Weil manchmal natürlich die Interessen auf der politischen Seite andere sind, als die es bei uns in der Kirche sind. Und manchmal gibt es ja auch unter den 5 Bistümern auch unterschiedliche Interessen und auch unterschiedliche Meinungen. Du darfst das, was du da jetzt gewirkt hast, einfach hier mit reintun. Das ist übrigens gar nicht so schwer. Nö, ne? Deswegen bin ich auch lieber in der Küche als im Landtag. Butter und Marzipan haben wir jetzt hier drin. Das Ganze, hoppala, lassen wir jetzt hier in der Küchenmaschine mit dem Schneebesen laufen. Zu Hause kann man natürlich auch mit dem Handrührgerät. Es geht auf jeden Fall darum, dass man die Butter schön flockig locker aufschlägt, damit das ganze Volumen gewinnt. Was ist denn bei den Projekten, bei den ganzen Dingen, die im katholischen Büro irgendwie gerade am Start sind, etwas, wo du sagst in der letzten Zeit, ha, da ist ein Erfolg bei rumgekommen. Da gucke ich mit Zufriedenheit drauf, das hat gut geklappt. Was uns zum Beispiel ganz gut gelungen ist, ist die Frage bei der Umstellung von einem 8-Jährigen auf das 9-jährige Gymnasium. Da brauchten wir zum Beispiel Geld, um unsere Schulen zu ertüchtigen. Und das ist ganz gut gelungen, da entsprechende Mittel vom Land zu bekommen. Ja, und das ist ja ein schönes Beispiel, wo man direkt merkt, so, das ist zwar auf einer oberen Ebene, wird gearbeitet, aber der Effekt und die Wirkung landet dann unten, ja, wie wir sagen, an der Basis bei den Menschen, genau. In dem Fall bei den Schülerinnen und Schülern. Genau, wir haben ja ganz unterschiedliche Einrichtungen, also im Bildungsbereich oder in den Kindergärten, Krankenhäuser, Einrichtungen der Altenhilfe, der Weiterbildung. Und da macht es einfach Spaß, damit dazu beizutragen, dass die Bedingungen dafür möglichst gut sind. Und dass alle mitgenommen werden. Das ist so ähnlich wie bei hier bei der Butter. In der Mitte ist es schon schön flockig, am Rand noch nicht. Deswegen muss man zwischendurch das natürlich immer ein bisschen wieder zusammenstreichen, damit alles gleichmäßig verrührt wird. Wie kommt es denn, dass du das machst? Vielleicht hat dazu beigetragen, dass ich in meinem ersten Beruf Jurist bin und dann erst Theologie studiert habe. Und vielleicht auch, weil ich das Handwerkszeug für diese politische Interessenvertretung beim Bundesverband der Deutschen Industrie gelernt habe. Da habe ich nämlich mal gearbeitet, als ich noch Jurist war. Sehr gut. Wir haben jetzt hier, kommt der Zucker jetzt gleich mit dazu und die Eier. Bei den Eiern würde ich dich bitten, einfach schon mal die Eier hier in das Gefäß reinzuschlagen. Die können wir dann ein bisschen miteinander verquälen, dass wir die gleich nach und nach schön mit zur Butter mit dazugeben. Also nicht trennen, sondern nur aufschlagen? Nee, nur aufschlagen, genau. Jetzt können wir den Zucker mit dazugeben. Brauner Zucker, der ist etwas aromatischer, ein bisschen mehr so eine Karamellnote mit dabei gleich. Und der Zucker muss sich mit der Butter auflösen. Das ist sehr schwierig, weil die Butter ist fettig und das löst den Zucker nicht so gut. Deswegen muss man es relativ lange gleich auch noch weiterschlagen. Die Eier helfen uns aber gleich ein bisschen dazu, weil die ja noch Flüssigkeit mit reinbringen. Ich würde dich bitten, den Eiern einen starken Impuls zu geben und sie miteinander zu vermischen. Schön verquirlen.
Hier in der Küche hast du verschiedene Werkzeuge. Ich habe dir die Gabel in die Hand gedrückt und damit kriegst du die Verbindung hin. Was ist dein wichtigstes Werkzeug für deine Arbeit? Die Kommunikation. Miteinander also, reden ist ja, gut. Ja, ja. Also das Wichtigste ist, miteinander zu reden, Leute anzusprechen, Positionen eben vorzutragen. Ich kann das natürlich per E-Mail machen, ich kann natürlich lange Briefe schreiben. Das ist alles gar keine Frage, aber letztlich geht es alles über die Kommunikation. Und umso direkter die Kommunikation ist, umso besser man mit den Leuten spricht oder im Gespräch ist, umso besser ist es. Jetzt würde ich dich bitten, ganz behutsam einen kleinen Teil der Eier schon mal hier mit reinlaufen zu lassen vom Rand. Einfach so ein ja, Schnapsbecher voll sozusagen. Stopp! Genau. Jetzt sieht man schon, dass das relativ gut untergerührt wird. Die Masse ist gleich wieder glatt. Jetzt könnte man in der Masse im Grunde zeigen, was passiert, wenn man mal so einen richtigen Brocken in den Ring will. Jetzt tut man ordentlich einen Schuss hier rein und dann sieht man gleich direkt. Ja, genau, stopp. So, jetzt kröselt sich das so durcheinander. Genau, jetzt trennen sich die Dinge. Ne? Mhm. Die Masse ist nicht mehr so glatt. Je mehr Kreise man dreht, desto geschmeidiger wird das Ganze wieder und verbindet sich dann am Ende hoffentlich wieder. Gibt es denn zwischen den einzelnen in der NRW-Diözesen sehr große Unterschiede? Sind wir alle sehr verschieden, so als Diözesen, die wir auch teilweise recht groß sind? Ne? Und, ich mache mir natürlich immer so ein bisschen einen Sport daraus, selber als Westfale immer wieder auch auf den Unterschied zwischen Rheinländern und Westfalen hinzuweisen. Und da ist manches eben auch dran. Also jetzt nicht immer dieser Spruch, dass der Westfale hält, was der Rheinländer verspricht und all diese, diese Sprüche. Also sind natürlich einmal unterschiedlich. Einfach, ob sie jetzt zum Beispiel einen größeren Anteil, also einen größeren ländlichen Bereich haben, ob sie einen größeren klassisch-katholischen Bereich haben. Das Bistum Essen spielt sicherlich nochmal eine besondere Rolle als ein Bistum ganz in einem Ballungsraum mit wenig ländlichen Gebieten. Also insofern ist es unterschiedlich. Dann lass uns doch ein Spiel machen. Ich sage das Bistum und du sagst das erste Wort, das dir dazu einfällt. Aachen. Karl der Große. Köln. Dom. Münster. Ludgerus. Essen. Großstadt. Paderborn. Liborius. Alles sehr fromm, okay. Wir haben hier jetzt bittere Orangenmarmelade. Das ist ja irgendwie so das, was Paddington Bear auch ständig die ganze Zeit isst. Und die soll angeblich in Dundee erfunden worden sein, weil ein Kaufmann hatte einen Sohn und der witterte eine günstige Gelegenheit, als ein spanisches Schiff im Hafen von Dundee Zuflucht nehmen musste und die hatten Bitterorangen geladen. Die hat er dann gekauft, weil günstig zu haben, und dann festgestellt, die schmecken überhaupt nicht. Und seine Mutter hatte einfach dann mal das mit ganz, ganz viel Zucker gekocht und daraus soll die Marmelade entstanden worden sein. Davon muss dann natürlich auch etwas in den Dundee Cake, also einen ordentlichen Esslöffel voll mit hier rein. So ein bisschen. Noch mehr? Ja, ich finde, das schmeckt super. So? Ja, das reicht, genau. Ich leg dir das hier hin, dann bekommst du das Sieb. Darfst das Mehl da reinschütten. In das Sieb? Ja, genau. Auf das Backblech. Ja, einfach da rein. Alles auf einmal ruhig, das ist kein Problem. Und dann gebe ich dir noch einen Teelöffel Backpulver mit dazu. Ein bisschen vermischen. Und jetzt genau. Schön sieben? Ja, schön sieben. Dass es fein und locker wird, keine Klümpchen. Verändert die Adventszeit oder hat das Fest Weihnachten, wenn es Saison hat, auch das Leben im Landtag? Ja, insofern, als dass die Haushaltsberatungen in die letzte Runde gehen. Wie unangenehm. Insofern, das ist natürlich die hohe Zeit des Parlaments, wenn der Haushalt beraten wird. Und insofern also ist die Schlachtzahl im November und im Dezember nochmal sehr viel höher als im Rest des Jahres. Aber es auch, hat natürlich auch was Schönes. Wir feiern zum Beispiel in der letzten Plenarwoche vor Weihnachten dann nochmal einen sehr großen Gottesdienst mit den Abgeordneten in der Bürgerhalle des Landtages mit sehr schöner Musik, also einen sehr festlichen adventlichen Gottesdienst. Die Abgeordneten sind gute Sängerinnen und Sänger. Ja, die sind sehr gute Sänger und Sängerinnen. Genau. Das Orangeat kannst du mit den Rosinen, die in Rum eingeweicht wurden. Man kann die Rosinen auch nicht in Rum einweichen, sondern nimmt man Apfelsaft oder Traubensaft. Traubensaft passt natürlich am besten. Hauptsache keine uneingeweichten Rosinen nehmen, weil dann holen die sich die Flüssigkeit nachher aus dem Teig und dann wird es eine trockene Angelegenheit. Also schon irgendwie dafür sorgen, dass die saftig in den Teig kommen. Genau, Orangeat mit da rein und einfach verrühren. Ich gucke schon mal nach der Form. Da mache ich jetzt gleich Backpapier rein. Die Seite, die fetten wir gleich ein bisschen mit Butter ein. Und du kannst in der Zwischenzeit dann den Teig fertig machen. Das Mehl hier oben drauf. Dann kommen alle Rosinen oben drauf.
Das hat dann Effekt, wenn wir das gleich untermengen, dass die Rosinen und das Orangeat von dem Mehl quasi ummantelt werden und nicht so leicht in den Teig runterflutschen, dass die nachher im Kuchen gut verteilt sind und nicht nur unten auf dem Boden liegen. Ich nehme jetzt einen Backpinsel. Ich habe hier noch ein bisschen Butter vom Blech. Jetzt vorsichtig unterheben, weil wir haben ja nicht umsonst jetzt eine halbe Stunde die Butter aufgeschlagen, damit du jetzt die ganze Luft wieder da raushaust, sondern einfach schön immer von unten über den Boden. Ja, so, genau. Immer schön von unten und dann einmal so rum. Sehr gut. Jetzt einfach hier reinschütten. Tolle Masse. Ja. Sehr reichhaltig. Sieht schon sehr lecker aus. Genau. Also ganz was Leichtes. Ja, ja, gut, es ist ja viel Obst drin. Ne? Jetzt bitte ich dich, den Plenarsaal im Landtag vor Augen zu führen. Und dann stellst du dir vor, dass jede Mandel ein Abgeordneter ist. Und dann kannst du die so anordnen da oben drauf, wie es im Plenarsaal ausschaut. Das sind aber über 190 Abgeordnete. Ich hoffe, so viele Mandeln sind das jetzt nicht. Ich zähle mit. Jetzt fange ich mal hier vorne mit dem Landtagspräsidenten an. Ich helfe dir mal. Ne? So. Dass auch schön gleichmäßig ist. Ich mache jetzt die Grünen hier. Und wenn dann Pause ist und keine Plenarwochen sind und Weihnachten ist, dann gehen die Abgeordneten hier auch nach Hause. Ja, davon ist auszugehen. Was machst du denn dann? Ja, ich freue mich dann natürlich dann also zunächst mal dann in Münster am Dom mit in der Liturgie zu sein und bin dann bis zum ersten Feiertag normalerweise da und dann fahre ich am ersten Feiertag nachmittags ins Sauerland, wo meine Familie wohnt und ja, dann bin ich da ein paar Tage, helfe da aus natürlich, feiere am zweiten Feiertag da die Messe, wandere einen Tag mit Freunden zusammen. Also meine Mutter hat immer eine ganz große Auswahl von Plätzchen gebacken und da backt sie auch noch. Also das verbinde ich, also jetzt kulinarisch betrachtet, verbinde ich das vor allem mit Weihnachten. Schön. Was wir jetzt noch tun können, ist dem Kuchen die Hitze zu geben, die er braucht. Dafür haben wir den Ofen schon vorgeheizt auf, das ist jetzt Umluft, 160 Grad, wenn man Ober-Unterhitze, dann nehmen wir 180 und dann auf mittlere Schiene. Ich mache den Ofen auf, du tust ihn rein. Gut. Na dann, probieren wir noch mal. Schmeckt sehr gut. Die ganzen tollen Zutaten, auch die Marmelade, das Marzipan. Schmeckt man durch. Kann man gut durchschmecken. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, viel Freude beim Nachbacken. Ist jetzt genau die richtige Zeit, wenn man das für Weihnachten haben möchte, den Kuchen einfach luftdicht verpackt, einfach noch ein paar Tage, zwei Wochen stehen lassen, dann ziehen die Aromen noch richtig schön durch. Dir herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und uns einen Einblick gegeben hast in ein Tun von Kirche, was eher doch im Verborgenen stattfindet, was aber doch viele Menschen im täglichen Leben bemerken, die Wirkung. Ihnen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.